Frau Dr. Michaela Dahne, die Geburtsherrscher, astrologische Selbstfindung nach Paracelsus. Wie kann Paracelsus mir helfen, mich selbst zu finden? Indem man herausbekommt, welcher der 7 Archetypen, die wir sind bei Paracelsus beschrieben, und da kann man feststellen, welcher Archetyp bin ich, welcher ist mein Partner und welcher sind die Kinder. In einer Familie kommen sehr oft verschiedene Archetypen vor, und wenn man das nicht weiß, dann führt das zu großem Unverständnis innerhalb einer Familie. Der Archetyp entscheidet von klein auf schon, welche Farbvorlieben da sind, welche Metalle werden vertragen, welche Lieblingstiere hat einer, auch welche Pflanzen man gerne mag als Tee oder später als Obst und Gemüse. Das ist alles nicht zufällig, das ist auch nicht ungewöhnlich, wenn das eine Kind sagt, ich finde Spinat toll und das andere findet ihn widerlich. Das hängt oft wirklich am Archetypen, und es hilft einem sehr zu wissen, was ist denn da. Ist dann auch die Erziehung individuell bei den Kindern? Hängt das zusammen mit dem Archetypen? Sehr. Es ist ein einfaches Beispiel. Man hat ein Venuskind und man hat ein Marskind. Das Marskind würde dem Hund entsprechen. Dem kann man Sitz und Platz beibringen. Das heißt, das Marskind wird bei Verboten und Geboten besser folgen und es tatsächlich auch annehmen. Das Venuskind gar nicht. Das Venuskind ist wie eine Katze. Und der Katze kann man auch nicht Sitz oder Platz sagen. Die Katze kommt, weil sie möchte, weil sie Streicheleinheiten haben möchte und auch nur bei bestimmten Menschen. Und wenn sie nicht möchte, ist sie weg. Und so reagiert auch das Venuskind. Und da kann man es anschreien oder bestrafen. Es ist dem Venuskind egal. Es reagiert nicht. Und das, wenn man sowas schon weiß, dann geht man anders damit um. Das hilft, und das hilft einfach sehr bei der Erziehung. Das hilft auch beim Verständnis untereinander und auch um Unterschiede zu verstehen. Jetzt findet man in diesem Buch ja auch einen Test, wie man selber sozusagen sich einordnen kann und herausfinden kann, wo man, zu welcher Kategorie man gehört. Ist das richtig? Ja, da ist ein Test drin, in dem also verschiedene Fragen gestellt werden aus dem Alltag, wie man reagieren würde, was man wählen würde, und da kann man dann also schon mal eine Idee haben. Dann sind die Archetypen auch alle einzeln beschrieben und zum Schluss so eine Checkliste. Und wenn man bei der Checkliste, wo 15 Punkte sind, also da zum Beispiel schon mal 12 findet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man zu dem Typ gehört. 100% Treffer ist selten. Das passiert eigentlich nur, wenn der Archetyp, also einer dieser Himmelskörper, wirklich im eigenen Haus gestanden hat. Das wird aber auch erklärt. Also das Buch Die Geburtsherrscher, das ist leicht verständlich geschrieben. Das ist für jedermann gedacht, damit man etwas Neues und Wichtiges über sich erfahren kann. Hingegen dieses Buch hier, Lebendige Paracelsus-Medizin, ist ein Fachbuch. Das ist ein Fachbuch für Ärzte und Heilpraktiker und alle Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind. Da sind Fälle aus der Praxis beschrieben, wie man heute 500 Jahre nach Paracelsus tut, damit tatsächlich jeden Tag arbeiten kann. Und dann gibt es noch ein Buch, das ist dieses hier. Das ist für alle Leute, die sich für Gesundheit interessieren, aber eben auch Laien, die einfach wissen wollen, was ist alchemistische Medizin, was hat Paracelsus gemacht, was können wir damit heute tun. Können wir vielleicht ein Beispiel nennen, was in der Paracelsus-Medizin anders ist, als wir es herkömmlich kennen? Das Charakteristische ist eigentlich, dass man bei einem gleichen Symptom niemals das gleiche Mittel geben würde. Da hat einer zum Beispiel Fieber, aber dann würde man das Venuskind mit Fieber anders behandeln als das Marskind mit Fieber und das wieder anders als das Sonnenkind mit Fieber. Und dafür gibt es Listen, Signaturlisten, und die kann man in diesen Büchern nachschlagen, dass man sehen kann, was wäre jetzt das Richtige.